Es gibt nicht schön zu reden, findet AKNÖ-Vizepräsident Michael Fiala. In Niederösterreich ist fast ein Drittel aller begünstigt Behinderten ohne Beschäftigung. Damit werde eines ihrer wichtigsten Anliegen ignoriert. Unberechtigterweise werden sie oft als Menschen mit besonderen Bedürfnissen bezeichnet. Tatsächlich sind ihre Bedürfnisse nichts Besonderes. Faire und vernünftige Arbeit, die nicht krank macht und von der man unabhängig leben kann, ohne ständig Bittsteller sein zu müssen. Die Entwicklung ist auch ein Ergebnis politischer Entscheidungen, kritisieren Arbeitsassistentinnen und Assistenten. Anfang 2009 wurden die Förderungen innerhalb von 2 Jahren auf ein Fünftel der Förderhöhen 2008 gekürzt. Ein weiteres Problem machen Sie beim AMS aus, das mittlerweile einen Teil der Förderungen abwickelt. Es ist meiner Meinung nach seitens des Sozialministeriums-Service schon eine fragwürdige Signalwirkung, Kompetenzen im Behindertenwesen, im Bereich der beruflichen Integration in diesem Ausmaß, wo es um den Wiedereinstieg geht, an das AMS abzugeben. Was wir wirklich bemerkt haben, seitdem die Eingliederungsbeihilfe vom Sozialministerium-Service zum AMS umgeschaufelt worden ist, ist, dass halt sehr viele Leute mit einer Behinderung von 90-100% oder vollblind sofort auf die Gesundheitsstraße geschickt werden. Diese von der PVA immer als arbeitsunfähig zurückkommen und somit sind sie von allen Förderungen einmal komplett ausgegliedert. Die Behindertenanwaltschaft kündigt an, den Betroffenen dieser Maßnahmen zu ihrem Recht zu verhelfen. Bringen Sie so einen Fall zur Behindertenanwaltschaft, wir werden das im Rahmen der Antidiskriminierungsgesetzgebung in ein Schlichtungsverfahren mit dem Arbeitsmarktservice bringen und allenfalls, wenn erforderlich, auch den Gerichtsweg beschreiten, weil das eine krasse Form von Diskriminierung ist. Das AMS spricht von Einzelfällen. Förderungen seien wichtig, aber nicht der einzige Ansatzpunkt, um zu erreichen, dass mehr Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz finden, heißt es vom Land. Man müsse Unternehmen auch Ängste und Vorurteile nehmen. Aber es sollte darüber hinaus eine massive Bewusstseinsbildung passieren, denn gerade in Zeiten, wo die budgetäre Großwetterlage jetzt nicht himmelblau ist, bedarf es hier einem Bewusstsein auch andererorts, um dann mit gemeinsamen Gesprächen und wenn man gemeinsam am Strang zieht, hier gute Lösungen zu erzielen. Und die Politik könne einschneidende Maßnahmen setzen, ohne mehr Geld in die Hand zu nehmen, heißt es von Expertinnen und Experten. Man wird ganz klar sagen müssen, wer freiwillig nicht will, muss manchmal vielleicht zu seinem Glück gezwungen werden. Das heißt, wenn man die Ausgleichstaxe saftig erhöhen würde, sage ich einmal, denke ich doch, dass es etwas weniger attraktiv werden würde, sich freizukaufen. Dazu bräuchte es weitere flankierende Maßnahmen, fordern Expertinnen und Experten. Aktuelle Praxis sei etwa, dass Unternehmer die Ausgleichstaxe umgehen, indem sie Menschen mit Behinderung nur geringfügig beschäftigen. Dieses Schlupfloch müsse geschlossen werden. Und ich vermute, was dann passiert, ist, dass ganz viele Leute mit einem Feststellbescheid geringfügig anstellen, wo die Leute mit Behinderungen ja dann wieder nicht ein vollwertiges und finanzielles, selbstständiges Leben leben können. Die haben geschrieben, lasst uns die Stolpersteine aus dem Weg räumen und damit ein Haus bauen. Und in diesem Sinne möchte ich Sie gerne einladen, alle gemeinsam, AMS, PVA und wie Sie alle heißen mögen, dieses Haus zu bauen. Danke.